Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, 360 Grad Sport and Health. Ich bin der Robin und im heutigen Video geht es darum, die Energiebereitstellung in Abhängigkeit von der Belastungsdauer. Also wie wird Energie dem Muskel zur Verfügung gestellt in Abhängigkeit von der Belastungsdauer, also in welchem Zeitraum? Wie ihr sicherlich alle wisst, braucht ein Muskel für eine Bewegung oder für die Kontraktion ATP. Und ATP kann auf verschiedene Art und Weise produziert oder synthetisiert werden. Und diese Art und Weisen sehen wir uns nun einmal ein bisschen genauer an. Also, wenn ich jetzt eine Bewegung ausführe, dann wird zuerst der ATP-Speicher geleert. ATP, welches in der Muskulatur gespeichert ist, wird verbraucht. Leider ist dieser Speicher sehr, sehr klein. So kann diese Bewegung durch den ATP-Speicher nur etwa bis 3 Sekunden ungefähr, 3 bis 5 Sekunden kann der Muskel durch den ATP-Speicher mit Energie versorgt werden. Gleichzeitig wird auch der Kreatinphosphatspeicher geleert und auch dieser wird in ATP umgewandelt, also Kreatinphosphat wird in ATP umgewandelt. Und das sind beides Systeme, die sehr, sehr schnell funktionieren, also gerade am Anfang der Bewegung funktionieren und auch eine sehr hohe Leistungsfähigkeit. Die Leistungsfähigkeit wird mit den gepunkteten Linien hier dargestellt, möglich ist, aber sehr, sehr kurz. Also viel Energie in sehr, sehr kurzer Zeit und danach ist dieser Kreatinphosphatspeicher wiederum geleert und es muss mittels anaerober Glykolyse die Energiebereitstellung bereitgestellt werden oder die Energie bereitgestellt werden. Die anaerobe Glykolyse, das ist nichts anderes als die Umwandlung von Glucose, also von Zucker, in ATP. Allerdings fehlt hier Sauerstoff oder ich bin hier in der Sauerstoffschuld und es entsteht Laktat. Dieser Vorgang, der setzt etwa nach 30 Sekunden der Belastung ein und hält etwa 2 bis maximal 3 Minuten an. Danach wird die Energiebereitstellung über die aerobe Glykolyse erfolgen. Die aerobe Glykolyse, welche mit genügend Sauerstoff oder aus Glucose Energie oder ATP synthetisiert. Und dieses System ist etwa nach 3 Minuten einsatzbereit und ist über einen sehr langen Zeitraum auch einsatzbereit. Also man spricht hier etwa bis knapp 2 Stunden. In der gleichen Zeit ist auch noch eine andere aerobe Energiebereitstellung aktiv und das ist die Oxidation aus den Fettsäuren, welche etwa nach 30 Minuten ihren Betrieb aufnimmt und über einen sehr, sehr langen Zeitraum aufrechterhalten werden kann. Da spricht man von 3, 4, 5, 6, 7 Stunden oder noch länger, je nachdem natürlich auch, wie gut man Ausdauer trainiert ist. Aber grundsätzlich eine sehr effiziente Art und Weise, da doch Fettsäuren oder Fett sehr eine hohe Energiedichte hat und eine sehr, sehr hohe Speicherfähigkeit im Körper vorhanden ist. Also Fettsäuren können deutlich besser gespeichert werden im Muskel als jetzt die Glucose. Also Glucose wird im Muskel und in der Leber vorwiegend gespeichert. Und da ist die Speicherkapazität schon begrenzt. Wie gesagt, da spricht man von ungefähr 2 Stunden und danach ist sicherlich die Glukosespeicher aufgebraucht. Hingegen die Fettspeicher deutlich länger den Körper mit Energie versorgen können. Und deshalb die aerobe Oxidation aus den Fettsäuren wirklich diese Energiebereitstellung
darstellt, welche über einen sehr, sehr langen Zeitraum aufrechterhalten werden kann. Allerdings die maximale Leistungsfähigkeit der Muskulatur nimmt immer je mehr ab. Also bei der aeroben Oxidation aus Fettsäuren ist sie bei weitem nicht mehr so hoch wie die Energiebereitstellung aus dem ATP-Speicher. Um noch einmal kurz zusammenzufassen, zuerst wird die Muskulatur mittels ATP-Speicher mit Energie versorgt. Danach wird der Kreatinphosphatspeicher in ATP umgewandelt. Auch das ist sehr begrenzt, bis ungefähr 30 Sekunden. Und nach diesen 30 Sekunden setzt die anaerobe Glykolyse ein. Natürlich beginnt der Prozess im Körper schon viel früher, eigentlich schon mit Beginn der Bewegung, aber bis das System hochgefahren ist und leistungsfähig ist und auch wirklich ATP produzieren kann, geht es ein Weilchen, und da sprechen wir, wie gesagt, von etwa 30 Sekunden bis ungefähr 3 Minuten, in welche wir uns in der anaeroben Glykolyse befinden können. Und parallel dazu auch die aerobe Glykolyse, welche nach 3 Minuten so wirklich beginnt effizient zu werden und noch ungefähr eine 120 Minuten oder 2 Stunden erschöpft ist. Und dann, wie gesagt, nach 30 Minuten startet die aerobe Oxidation aus Fettsäuren, welche über mehrere Stunden aufrechterhalten werden kann. Wenn jetzt noch Fragen sind zur Energiebereitstellung in Abhängigkeit von der Belastungsdauer, schreibt es doch gern in die Kommentare. Abonniert doch den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Ich freue mich darauf, euer Robin.